vielleicht mal bei Licht betrachtet. Licht betrachtet sieht das vielleicht schon anders aus. Okay, das wird nix. Okay, was tun wir hier? Schubladen öffnen vielleicht. Können wir ja hier hoch? Ne, auch nicht wirklich. Ach, Klimmzüge können wir machen. Ich gehe mal hoch. Ich gehe mal hoch. Nimm mal Glas. Ja, was bringt das uns jetzt? Jetzt haben wir die Glasscherben. Schön in die Glasscherben reinspringen. Das sind blutige Füße. Irgendwas muss das doch gebracht haben, dass wir das Glas zerstört haben. Vielleicht mal am Seil. Was für ein Seil? Gibt's ein Seil? So, vielleicht hier das Wäscheseil. Nee. Dort bräuchten wir schon ein Blöckchen. Bauklotz, wo wir drauf springen können. Tja. Schwierig. In den Betten, keine Ahnung. Vielleicht die Glasscherben dahin tun, wo das Bild mit dem Lichtstrahl war. Wenn ich die aufheben könnte. Die kann ich nicht aufheben. Vielleicht soll man den Ball mitnehmen und den werfen. Bild war schon nicht falsch, da können wir bestimmt einiges mitmachen. Irgendwas können wir damit schon machen. Vielleicht den Ball darauf werfen. Aha! Aha! Die Ballidee war schon ganz richtig. Okay. Darum für unartige Kinder oder was? Springen. Wenn wir gleichzeitig springen, dann schaffen wir das. Sehr schön. Glasscherben konnten wir wirklich nicht aufheben. Das war keine Alternative. War keine Möglichkeit. So. Das ist ein kleines Rattenloch, aber da kommen wir nicht durch. Hier Lüftungsschacht. Können wir die abmachen? Gemeinsam. Im Team geht alles. Geht alles besser. Teamwork. Hier wird Teamwork vermittelt. Ach du Schreck. Kratzt jemand mit der Tafel oder was? Das klingt ja schrecklich. Aufmachen.
Ich habe einen Bein. Ach du Schreck! Ach du Scheiße! Habe ich mich da erschreckt. Den Eimer habe ich nicht kommen sehen. Das ist eine Falle. Wir immer umwerfen. Ja, komm. Das ist diese Platte hier. Ich sollte mal den Ball da drauf schmeißen. Vielleicht bringt das was. Von hier aus. Vorsichtig. Okay. Ich hab bestimmt auch mit den Beinen gekriegt. Oh. Was bist denn du? Das war ja irgend sowas. Pinocchio-ähnliches. Das haben wir fast. Auf den ersten Blick sah das ein bisschen. Der Überraschungseimer, der erste Jumpscare. Ja. Ach du Scheiße. Noch mehr Überraschungseimer. Spinte. Können wir vielleicht eine Tür aufmachen? Druckplatten im Boden, die die Eimer auslösen. Schade, dass wir uns die Dingens nicht mitnehmen können. Schleuder. Achso, das kleine Kind hat hier ein paar Sachen gemacht. Aufpassen, wo wir hintreten. Könnte Tote geben. Ja. Sind hier noch mehr Kinder? Die Schüler hier. Das sind die Schüler hier in dieser Schule. Okay, aufpassen, wo wir hintreten. Vorsichtig. Da ist ein Affe. Ach du Scheiße. Spinnt. Das ist ein Äffchen. Mal dafür nutzen, um die Fallen auszuspähen. Okay, hier ist es safe. Will ich noch ein paar Fallen auslösen? Ich gehe das hier mit dem Affen. Okay. Bin ganz unvorsichtig. Nö, hier passiert nichts mehr. Nimm den Affen mal mit. Wir können auch bestimmt mit dem Eimer jetzt da hoch. Einmal nicht mitnehmen. Affen. Können wir den einmal doch bestimmt mitnehmen, oder? Oder nicht? Das wird mich doch stark wundern.
wenn ich wie einmal da hochkäme. Oder für die Spins. Wie für die Spins. Es werden Spins noch was machen. Ah ja, wir müssen mit die Spins. Spins war ein guter Tipp. Vorsichtig. Da, hier die Lerze. Als ob mich das getroffen hat. Vielleicht kommst du drauf und kannst drüber springen. Der liegt. Ah ja. Hast du gut gesagt. Drüber hier. Ducken. Sehr schön. Muss man sich nur ducken. Und hier drauf. Der schon öfters hier eingeschlagen, deshalb ist hier die Ritze hier. Bestimmt noch weitere Fallen. Ducken. Falls hier noch was kommt. Ups, nein. Angriff freigeschaltet. 6 und 20. Aha. Finden wir jetzt hier die 6 oder was? Ach du Scheiße. Eingesperrt. Wir haben ja keine Köpfe mehr. Keine Schädendecken mehr. Im Spind gefangen. Uff. Haben wir die Six übersehen oder was? Oder kommt sie noch? Hammer. Schepper. Oh. Kill Kauter auf 2. Jetzt können wir Fallen zukünftig auslösen. Und dann müssen wir uns ducken. Na komm, komm zu der Dir. Komm her. Haha. Irgendeine Falle aktiviert. Killcounter auf 3. Okay, ich glaube, wir können den Hammer nicht mitnehmen. Müssen wir hier lassen. So. Hier hinaus. Schlüssel für. Ach du Schande. Was geht denn da vor sich? Oh, Schule. Schulunterricht. Ach du Schreck. Ach du Schreck. Schnell weg hier. Hier müssen wir wirklich mal sprinten. Ich glaube, so können wir entkommen. Nein. Wir sprinten in die falsche Richtung. Weit sind wir gekommen.
Verdammt. Können wir die irgendwie abbringen oder so? Müssen wir einfach richtig springen. Jetzt sprinten. Verdammt. Vielleicht zwischen den Stühlen durchrennen. Da gut genug Dinges können. Die Lehrer nicht aufzuregen. Gut genug sneaken. Ach du Scheiße. Ist nur aufgeflogen. Wir müssen gut genug sneaken können. Verdammt. Okay. Das ist mir auch wohl aufgefallen. Verdammt. Okay. Wir kamen hier schon mal. Okay, hier kommen wir gar nicht klar. Ach, wir dürfen müssen aufpassen, dass die Lehrerin sich nicht umdreht. Das ist wahrscheinlich. Ich habe aufgehört mitzuzählen, Modi. Ich habe nicht mehr mitgezählt. Okay, wir müssen dürfen nur laufen, wenn die nicht hinguckt. Wenn die an der Tafel ist. Was denn? Ich komme hier hinterher. Müsst ihr zählen, ich habe aufgehört. Ganz ruhig. Still. Nicht bewegen. Nicht bewegen. Oh nein. Sind wir hier gestorben? Macht doch so einen Lärm. Schnell weg hier! Verdammt, wie sollen wir denn da rankommen? Hey, rechtzeitig hochklettern bringt es auch nicht. Müssen wir vielleicht rechtzeitig wieder runter und abhauen. Sehr gut. Ach du Schreck. Was ist denn mit ihrem Hals los? In der Kiste sind wir, glaube ich, sicher. Die hat einen langen Hals. So, hier Schlüssel. Nee, wir müssen zurück. Wir brauchten am Anfang irgendwo einen Schlüssel. Lass mal zurück. Ah, hier ist eine Luke.
Da müssen wir durch. Und wieder zurück durch das durch den Klassenraum. Ach du Schande. Eine Lehrerin wieder vorbei. Moderne, das an irgendeiner Kinderserie. Scheiße. Mampf. Nom. Erinnert mich an eine dänische Kindersendung oder The Boys Staffel 2. Okay, die Entwickler haben ja ihre Albträume hier reingearbeitet in den in das Spiel, den Kindheitsalbträume. Tja, vor der Schule, ja, kann man schon mal Angst haben. Vor allem, wenn die Lehrerin hier noch mit Lineal und Rohrstock mit Lineal schlägt. Scheiße, wir wurden entdeckt. Nom. Die es kennen, verstehen es. Ja, okay, ich kenn's nicht. Verdammt, 26! Aha. Okay. Können wir die mitkommen oder was? Ah, sehr schön. Bisschen die mitkommen. Aus Zeichenurg. Sorry, klingt mich aus. Müdigkeit siegt gerade bei mir. Sehen uns ja vielleicht später noch. Lass dir aber ein Udurk da. Okay, was ist Udurk? Beziehungsweise lass einfach an. Spaß im Udurk. Was bedeutet der Kommentar? was bedeutet der? Komm. Verstehe Ausreifzeichen Udurk nicht. Ja. Was auch immer. Ciao. Anwesend, aber geistig abwesend. Ja, danke fürs Zuschauen. War schön, dass du da warst. Mordi bleibt ja noch. Das ist ein Kind, was Strafaufgaben machen musste. Ist den Boden verpinselt. Rohrzange. Verdammt. Wie kommen wir an die Rohrzange dran? Mit der Rohrzange können wir ihn doch ausschalten. Er ist so dicht an ihm ran, die Rohrzange. Aber wir müssen ihn sogar ausschalten. Verdammt. Ein Meter weiter und er hat die Schnur wäre zu lang gewesen. Ich glaube auf die Kreide, wenn wir auf die Kreide drauf treten, dann hört er das. Der hat so einen Eselshut auf, so ein.
schöne Kreide vorbei. Okay, da riecht er uns dann oder was? Okay, aber wie machen wir das? Okay, das wird nix. Sprinten ist da keine Option. Ich hoffe, Küke hat jetzt keine Albträume. Wenn man jetzt hier beim Nightmares gucken eingeschlafen ist. Ich befürchte, wir brauchen die Stange hier, um die Tür kaputt zu kriegen. Aber wie kommen wir daran? So, na, lässt uns nicht ran. Wie lang ist denn sein Seil? Können wir den sich vielleicht erhängen lassen? Ich probier mal was. Mach mal experimentell. Ja. Genau das. Na komm. Komm zu der Dieb. Bringt aber auch nichts. Aber jetzt kommen wir nicht an die Zange ran, die ist immer noch zu weit weg. Können wir ihm vielleicht mit irgendwas anderem den Schädel einschlagen? Mit ein paar Schuhe. Wie weit kommt denn der Kollege? Mit Kreide werfen vielleicht. Können wir die aufheben, die Kreide? Kommen wir jetzt hier an ihm vorbei? Okay, aber wie kommen wir an die... Ich komme an die Zange ran. An die Rohrzange. Hier kriegt er uns fast. Ach du Scheiße. Okay, da kriegt er uns. Ganz Rohr mit dir. Okay, vielleicht müssen wir, wenn er auf dem Boden liegt, können wir vielleicht an ihm vorbeirennen. Das ist eine Option. Auf zur Rohrzange. Das wird nichts. Das hat ja auch eine gute Idee. Wenn es hier auf dem Boden liegt. Müssen wir schnell sein. Bis wohin kommt dann denn der Gute? Okay, bis hierhin kommt er. Das ist natürlich mies. Das ist natürlich mies. Ich stehe doch hier ganz in der Nähe. Ich stehe doch hier direkt vor deiner Schnauze. Dann komm, greif mich. Das ist mies. Oh ja, Arme. Irgendwie schon. Na komm, die Rohrzange. Ah, da hätten wir die Zeit gehabt. Das wäre möglich gewesen.
mal schnell reagieren und schnell zuhauen. Na. Oh Mann. Wenn wir nah genug dran sind und dann rennen, losrennen, wenn er am Boden liegt und jetzt die Zange greifen und. Verdammt! Sich mal zuhauen müssen. Mit Leertaste, glaube ich. Das ist eine Methode. Eine Methode. Eine Methode. Na komm. Sehr schön.